Jisker is Jiska. Jisker is attending this conference since ages, like a decade, even more? 22, 23. Long, yeah. Long time. Sometimes she is also doing some talks here. The last one last year was about Bluetooth. Willkommen auf der Übersetzung von Alle Wireless-Stacks sind gleich kaputt. All Wireless Communication Stacks are equally broken von Jessica Klassen. Und ihr hört die Übersetzung. Wenn ihr Feedback zur Übersetzung habt, könnt ihr uns das melden unter Twitter unter dem Hashtag C3T. Entschuldigung. Für euch übersetzen Pharmafirma und Attila. Das war Attila. So, es sollte eigentlich zuerst so ein Grundlagentalk werden, aber ich habe mich dann entschieden, ich will ein bisschen alles anschauen, also quasi alles, was so typischerweise in einem Smartphone drin ist, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, das möchte ich quasi bei euch anschauen. Man kann die sortieren nach zum Beispiel Anzahl Codezeilen für die Implementierung und man sieht dann zum Beispiel mehr Zeilen Code, mehr Spezifikationen, das bringt auch mehr Komplexität immer mit sich. Und was noch schlimmer ist, also das Schlimmste ist LTE, was dies betrifft, und noch schlimmer ist dann etwas herstellerspezifische Ergänzungen zu irgendwelchen Standards. So, in diesem Vortrag geht es um die Ausnutzen von Wireless-Schwachstellen, Wireless-Exploitation, um Fuzzing-Techniken und um Ziele, die man angreifen könnte. So, um mal zu verstehen, was so eine Ausnutzung Wireless Exploit macht, wir können das auf verschiedene Schichten aufteilen. Die unterste Schicht ist die Hardware, zum Beispiel der Chip, wo eine Firmware drauf läuft. Der ist verbunden zu einem Treiber. Typischerweise ist das im Betriebssystem in einer privilegierten Schicht und eigentlich ist es egal, wo man den Exploit hinsetzt, irgendwas, in welche, zum Beispiel Verschlüsselung, wird dann ineffektiv, geht dann quasi kaputt. Und je nachdem, wo man einen Exploit findet, umso höher werden auch die Preise für einen Exploit. Also für eine Applikation 1,5 Millionen und im Treiber und Subsystem dann 200.000 und das für die Firmware ist relativ günstig. Also was man benötigt, ist eine gewisse Distanz und das ist etwas, was es gibt Dinge, die halt ziemlich einfach zu finden sind. Ich weiß nicht, wie es ist für andere Leute oder dass der Markt für eine Lücke gar nicht so groß ist. Aber es gibt Lücken, mit denen muss man weniger interagieren, die sind typischerweise mehr wert. So, in unserer Gruppe arbeiten wir an verschiedenen Wireless-Forschungsthemen. Das erste war auf einem Mobiltelefon war NFC-Gate. Das habe ich mit Max Maas gemacht. Dann gab es Nexmon, das ist unser Projekt, wo wir Broadcom Wi-Fi patchen. Und Matthias und ich sind da beteiligt. Wir haben eine Art Software designed Radio in den Broadcom Wi-Fi Chips. Und dann hat er quasi. Also daraus entstanden sind dann Qualcomm LTI und Internal Blue Projekte. Und dann gibt es noch ein separates Projekt, das OpenDrop. Das ist eine Apple AirDrop-Implementierung, die man zum Beispiel auf dem Raspberry Pi ausführen kann. Hackers hacken, also diese Dinge, da wurde viel ausgenutzt, nicht von uns, von anderen. Es gibt drei Gruppen, die WebMon für Wi-Fi-Ausnutzung nutzen. Ja, ich habe vielleicht nicht jetzt alle hier drauf auf der Folie. Und Internal Blue hat zum Beispiel demonstriert, einen Angriff demonstriert gegen die Schlüsselaushandlung von Bluetooth.
und die Open Airdrop Implementation wurde genutzt für Honeypots auf der Black Hat Konferenz. Und ja, dann fragt man sich natürlich, ja, warum, wenn jemand deine Tools für zum Ausnutzen von Lücken benutzt, warum machen wir das denn nicht selber? Und das machen wir jetzt und das auch ja, für das erste Projekt, für das NFC-Projekt. Die erste Sache, die wichtig ist über NFC, das Near Field ist nicht so nahe, wie es der Name vermitteln möchte. Das heißt, wenn man die Kommunikation irgendwie weiterleiten kann, zum Beispiel ihre Kreditkarte, dann das erste Smartphone mit NFC. Man kann das irgendwie weiterleiten über die Cloud oder über einen Server zu einem anderen Smartphone und dann zum Payment, zum Zahlungsterminal. Dann würde das in der Regel funktionieren, weil es gibt selten Maßnahmen, um solche Attacken zu unterbinden. Und einige von uns haben halt das auch getestet, unsere Studenten haben das getestet und wir wurden dann halt nett gefragt, ob wir bitte damit aufhören könnten. Also über alles gesehen war es eigentlich eine gute Sache. Es ist nicht so gut, nur das davor zu publizieren. Aber ich freue mich darauf, dass andere Forscher jetzt dies nutzen oder ähnliche Tools nutzen, um NFC genauer anzuschauen. Diesen Monat gerade gab es einen Talk auf der Black Hat über die Visa-Kreditkarten, dass da mehr oder weniger alles kaputt ist. Und ja, es ist cool, dass es einige Leute machen. Es gibt jetzt, die NFC-Sachen gehen eher über die Weiterleitung und über die Authentifikation. Andere Sache, die noch cool ist, wenn du Code auf einem Chip ausführen kannst, aus der Ferne, ist das eine ganz andere Sache aus der technischen Expertise. Ich finde, bei Bluetooth ist es ganz schlimm, weil es aufgrund des Designs der Verschlüsselungsschlüssel ist gespeichert auf, in einer Art und Weise, dass sie auf dem Chip gespeichert ist, ohne jegliche Verschlüsselung. Wenn du also Zugriff auf den Chip hast, kannst du alle Verschlüsselungsschlüssel kriegen und du kannst alle möglichen vertrauenden Verbindungen hacken und du kannst dein Android-Smartphone entsperren, wenn du ein vertrautes Gerät hast. Und du könntest das ja auch für ein Auto verwenden. Und es ist sehr einfach, wenn du dein Audio und deine Navigationsdaten hast mit deinem Smartphone. Aber die Frage ist, wie sicher ist es, Bluetooth in deinem Auto zu verwenden, es mit deinem Handy zu entsperren? Die nächste Sache ist, wenn du Code-Ausführung auf deinem Bluetooth-Chip hast, dann ist es möglich, dass du auch auf andere Komponenten dich übertragen kannst und diese auch ausnutzen kannst. Die nächste Frage ist, wie persistent ist diese Ausnutzung? Also sagen wir, wie ist es, wenn ich etwas auf dem Chip habe, wie kann ich auf die Verschlüsselungsschlüssel auch zugreifen? Und du würdest dich fragen, wie lange sind diese auf dem Bluetooth-Chip? Wie, wenn ich das ausschalte manchmal, wie werden die gelöscht? Und die erste, dritte der Spezifikationen von Bluetooth gibt es das HCI Reset Command und das wird ein Hardware Reset ausführen und das ist besonders definiert und ich habe in Broadcom Chips Definition reingeschaut und ein kompletter Hardware-Reset wird dadurch nicht durchgeführt, es werden nur einige Dinge geflasht und du könntest in diesen Speicher dann Explore reingeben und es wäre persistent. Jemand könnte jetzt sagen, was würde ich jetzt machen? Ich würde mein Handy in Flugmodus geben, um einen kompletten Reset des Chips zu machen. Normalerweise funktioniert das aber nicht und du könntest aber auch sagen, dass du dein Telefon neu startest. Manchmal funktioniert das, aber ich habe manchmal den Eindruck bekommen, dass das manchmal etwas komisch ist und nicht immer ganz funktioniert. Aber wenn man sein Telefon für einige Zeit komplett ausschaltet, dann sollte das aber funktionieren. Also, das nächste Problem ist, sagen wir mal, wenn wir eine Ausnutzung haben,
Der erste Schritt ist immer noch, fehlt immer noch. Der erste Baustein, den wir braucht, nach dem Talk im letzten Jahr, brauche ich eine Ausrüstung. Jan kam und er wollte einen komplett simulierten Chip bauen, um sehr schnelle Fuzzing durchzuführen, und auf alles würde so funktionieren wie auf einem echten System, nur die Übertragung über die Luft wäre ganz schnell. Und wir würden dieses Ding bauen innerhalb von 3 Monaten und wir würden E-Mails an Verkäufer schicken. Also, was macht Frankenstein? Es war auf einem Evaluation Board laufend und es wäre ein normales Bluetooth Board und es war auf einem Linux Host verbunden und es würde einen Snapshot machen und würde emulieren, wie das auf den echten Host sich ausführen würde, und es würde eine Ausnutzung finden, was auf dem Linux-Host passieren würde oder auf dem kompletten Stack. Du würdest etwas haben, was auf dem Chip passiert, auf dem Host dann ausgeführt wird und dann wieder auf den Chip zurückgeht. Du könntest ein komplexes System dadurch bauen. Und ich habe jetzt ein kurzes Demo-Video. Der Grund, warum ich das als Video mache, ist, dass es passieren könnte, dass es Overflows passieren könnte, und es ist noch nicht ganz stabil. Es scannt für Devices auf Wireshark und du kriegst manchmal falsche Pakete und ein paar Mesh-Sachen. Das ist Frankenstein, wie es auf einem Computer läuft. So, was sich Jan darauf fokussiert hat, ist der Anfang einer Verbindung. Das heißt, Dinge, wo man noch kein Pairing benutzt, noch keine Keys und so weiter hat. Und das ist sehr interessant, weil also man da vielleicht Heap Overflows oder etwas Ähnliches findet. Und er hat im Gegensatz zur Spezifikation, wo er zum Beispiel mit einem iPhone ausprobiert hat, dann, also es gibt einen Exploit, für das iPhone gefunden hat, und das, anstatt das Pairing und so weiter, das lassen wir dann quasi alles aus und machen da eigentlich direkt Fuzzing und mit dem Frankenstein-Tool und mit diesem Evaluationsboard ging, also mit einem Evaluationsboard, das wir hier hatten, gab es ein Problem mit der Konfiguration, und wenn wir das bei uns das Ganze gefasst haben, haben wir uns sogar zwei Evaluationsboards komplett kaputt gemacht, also gebrickt. Also ja, das hieß dann, dass man 200 handgeschriebene Hooks auf ein anderes Board portieren musste. Das ist dann, war dann nicht so schön daran. Aber es ist, ja, da sind wir teilweise noch dran. Ja, was könnte man jetzt noch machen? Man könnte noch mehr Hardware dranhängen, zum Beispiel ein Samsung Galaxy, vielleicht ein MacBook. Wir könnten, also dann wäre es nicht nur Linux, sondern auch macOS oder Android. Und etwas anderes, was noch cool wäre, ist, was wir noch machen möchten, ist ein X360 zum Beispiel, und um wirklich effektiven ODR-Input zu kriegen, dann hätten wir nämlich einen vollen Ding von, ja, vollen Stack quasi von einem Gerät zum Host und so weiter, und dann könnte man viel einfacher neue Dinge testen und neue Security ausprobieren. Ja, das nächste Thema ist, wenn wir Code ausführen können, wie können wir das machen? Also üblicherweise probieren wir da all die Ebenen hochzugehen, aber man kann natürlich auch auf dem Chip selber arbeiten, eine Chip-Level-Escalation versuchen. Dies ist ein Schema von einem Broadcom-Chip, aber das seht ihr auch häufiger in vielen anderen Chips heutzutage. Die haben eine geteilte Antenne. Man könnte 2 Antennen haben, aber beide arbeiten in 2,4 GHz Band, und darum wird sich Wi-Fi und Bluetooth in der Regel in eine Antenne geteilt, und der Chipsatz, der koordiniert dann, sodass die zwei auch keine Interference, also keine
gegenseitige Beeinflussungen haben, keine Störungen. Und ja, als ich dieses Feature von Broadcom gesehen hatte, da dachte ich zuerst mal, Francesco gefragt, was meinst du denn da? Ja, und er meinte, ja, das ist doch nur so ein Marketing-Feature, das braucht doch niemand, damit man... Ja, zwei Chips in einem, es ist viel billiger und so. Und ich dachte dann, nee, das muss ein Feature sein, das man ausnutzen kann. Und am Ende an dieser Diskussion ging ich nach Italien und wir hatten herausgefunden, dass die Realität irgendwo dazwischen ist. Es gibt hart gecodete Blacklisten, es gibt Traffic-Klassen für Bluetooth, für Wi-Fi, es gibt viele verschiedene Muster und es ist super proprietär. Dann haben wir dieses Spiel mal gespielt. Ich habe versucht, er hat versucht, meine Antenne zu stellen quasi und umgekehrt. Und wir haben dann herausgefunden, dass man Wi-Fi über Bluetooth ausschalten kann und umgekehrt. Und in den meisten Telefonen muss man dann rebooten oder sie störten sich selber neu. Wir haben das auf einem nicht abgedateten Galaxy S8 probiert. Auf dem iPhone ging das auch noch. Und Broadcom ist also immer noch dran, dieses Problem zu beheben. Sie wissen nicht, ob sie es fixen kann oder nicht. Also, was man aber definitiv flicken kann, wäre der Treiber, damit zum Beispiel das Telefon nicht einfach neu startet, sondern der Treiber halt sinnvoll darauf reagiert. Und im iOS 13 seht ihr zum Beispiel, dass wir euch, ja, dass wir etwas beigetragen haben. Du musst immer noch Bluetooth RCE nutzen, um es zu nutzen, aber es ist immer noch nicht gut, dass das nicht repariert wurde. Also, was ist über die anderen Stacks, über die man sich ausbreiten kann? Es gibt andere Bluetooth-Stacks und es ist wirklich ein großes Durcheinander. Und wegen Frankenstein hatten wir diese ersten Bluetooth-Stack, Linux-Bluetooth-Stack. Also, was war da, um in 2017 mit drahtlosen Kommunikation? Du hast vielleicht über Blueborn gehört. Du würdest vielleicht sagen, dass in Sicherheit hat jemand das angeschaut, dann wird es sicher sicher sein. Es gibt viele verschiedene Features, viele verschiedene IoT-Geräte, viele hat Fitness-Tracker, drahtlose Kopfhörer, auch bei Apple, es ist vieles durcheinander. Du würdest verschiedene Apple-Geräte haben und Bluetooth müsste dann quasi immer an sein, um alle Geräte zu nutzen. Und du hast dann auch Web-Bluetooth, um Bluetooth im Browser zu nutzen. Und viele verschiedene Probleme kommen dadurch. Meine Voraussicht ist, dass in 2020 wird es wahrscheinlich mehr Angriffe wie Blueborn geben. Also, der Linux-Bluetooth-Stack, ich würde da gerne nicht die Entwickler schuldig machen. Es ist nicht deren Schuld, aber es sollte mehr Leute geben, die da sich einbinden. Wenn du Dinge analysieren willst im Stack, dann würdest du weißt nicht wirklich, was los ist. Du würdest andere Leute schuldig machen und du siehst immer wieder denselben Personen, die Probleme melden. Und es gibt nur wirklich eine Person, die Probleme meldet und du hast wirklich dieselben Leute zweimal und das ist wirklich nur ein Scherz. Und wir müssen die Ergebnisse auswerten. Nicht wirklich jemand verwendet das. Es gibt einige Linux-User, würde ich sagen, aber ich weiß nicht. Es gibt den seltsamsten Stack, das ist von Apple. Es gibt eigentlich drei. Es gibt einen für macOS, es gibt einen für iOS und die sind bestimmt unterschiedlich. Und es gibt manche für den AirPod. Die sind alle auf verschiedenen Dingen, die sie laufen. Es gibt verschiedene proprietäre Protokolle, die auf dem Bluetooth aufsetzen. Die sind alle besonders. Ich hatte mindestens zwei Studenten, die eine auf iOS und auf macOS portieren wollten. Und ich hatte einen, die auf anderen Protokollen arbeiten. Wenn du da reinschaust, dann fragst du dich, was soll das? Wir mussten das komplett reverse engineeren, weil es drei verschiedene Implementationen gab. Und wir dachten, dass es ziemlich schlechter Code ist.
Und was ich beobachten konnte, ist, warum ist es nicht beides ziemlich. Und dann gibt es noch einen Stack, den Android Bluetooth Stack. Sie hatten viel für die Sicherheit getan in den verschiedenen Releases, aber mich stört das, wenn ich da was machen will, dann muss ich alles pausieren, was das Betriebssystem tut. Und eines, was Android macht, was Apple nicht tut, Apple hat alle möglichen proprietären Protokolle. Wenn irgendwas falsch geht, dann wird die Verbindung gebrochen. Wenn, bei Android ist es aber anders. Wenn du Blödsinn schickst, dann kannst du trotzdem sehen, was passiert. Und es ist ein bisschen ein Designproblem. Und dann gibt es Windows und ich konnte niemanden finden, die wirklich daran, keine Studenten finden, die daran arbeiten wollten. Wenn das jemand machen will, dann wäre das großartig. Und eine Sache, ein anderer Stack, der hier noch fehlt, ist LTE. Und ich würde das Langzeitausnutzung nennen. Ausnutzung finde ich das Beste für diesen Begriff. Wir haben verschiedene Drahtlos-Sachen, an denen wir arbeiten, selbst PowerPC. Und dann gibt es noch Qualcomm. Sie haben Qualcomm Hexagon DSP und ich hasse das sehr. Und es ist sehr schwierig, daran zu arbeiten. Du hast also vielleicht beobachtet, dass wir das nicht mit Qualcomm gemacht haben, dieses Projekt. Andere Leute, mit denen wir sehr viel arbeiten in diesem Bereich, was wir auch schon heute hier präsentiert haben. Die erste Sache ist die SIM-Karte in Handys. Die SIM-Karte sollte etwas sein, aus meiner Perspektive, die sehr sicher ist, weil es deinen Schlüssel beschützt. Und es werden auch viele Anwendungen darauf gelaufen, die ausgenutzt werden können. Du kannst einen Browser starten und viele andere Dinge, die ich nicht verstehe. Und dann gibt es noch Launch Browser auf einem Browser. Und das ist nur ganz verrückt. Und ich habe versucht, Deutsche Telekom anzurufen. Ich bin ein kommerzieller Nutzer und wenn ich da sie anrufe, dann ist es ziemlich einfach. Die erste Sache, die sie mir gesagt haben, du bist sicher und wir nutzen up-to-date SIM-Karten. Und ich musste sagen, dass eine dieser SIM-Karten ist mehr als 10 Jahre alt, aber vielleicht ist es up-to-date. Ich habe gefragt, was genau auf den SIM-Karten läuft und natürlich haben sie nicht geantwortet. Wenn du mehr über SIM-Karten wissen willst, dann gab es gestern Abend schon einen Talk und es ist schon auch schon online. Es gibt auch eine Menge Leute, die in LTE reinschauen. Und das meiste, was man darauf finden kann, ist bei Hyundai Kim. Und ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, wegen den Findungen. Die Ergebnisse sind sehr interessant und es gibt 2 Studenten, die heute Morgen schon einen Talk dazu gehalten haben. Was ist mit verantwortungsvoller Veröffentlichung? Was passiert, wenn du Dinge findest und wie machst du diese öffentlich? Jan hat viele E-Mails geschrieben. Eine dieser, die er geschrieben hatte, waren auf Redix und das war das Betriebssystem, das auf dem Bluetooth-Chip von Broadcom lief und er hat gesagt, dein Heap ist ein bisschen kaputt und es hat keine Überprüfungen und du könntest die folgenden Checks implementieren und das wäre ziemlich einfach und ich könnte es nicht mehr hacken und sie haben geantwortet auf eine ziemlich ungewöhnliche Art und Weise. Sie wussten schon bereits über diese Ausnutzung und es hängt von der Antwort, Anwendung ab, ob sie für diesen Exploit angreifbar ist. Und es ist nicht der Betriebssystem ihre Schuld. Ja, die nächste Sache. Das Testen, ob so eine Verwundbarkeit noch da ist, ob sie es gefixt haben, die Anbieter. Und ja, wir haben die nächste Release getestet und das ist immer noch verwundbar. Und Samsung sagt, ja, wir können euch aber keine Patches vorhinein schicken, weil Broadcom, bla bla bla, NDA.
Und dann hat Broadcom uns angeboten, Patches zu schicken. Und dann habe ich ihnen eine Geräteliste geschickt. Und dann gibt es 10 Geräte, die haben das Problem und hin und her. Und ach ja, übrigens, bevor wir euch was schicken können, brauchen wir ein NDA. Und ich mache das ganz umsonst und warum sollte ich da nur NDA unterschreiben? Insgesamt hat Broadcom hat ein merkwürdiges Verhalten in ihrem Response-Team. Dann besorge ich erstmal ein CVE und dann muss ich die Kunden benachrichtigen. Und wenn ich das nicht tun würde, dann könnte ich überhaupt nicht darüber reden, was genau ich da jetzt eigentlich reporte. Und dann ist es auch sehr problematisch, da nicht in rechtliche Schwierigkeiten zu kommen, weil es keinen vernünftigen Bug-Bounty gibt. Und sie möchten ihre Kunden nicht nennen. Und bei Samsung gab es dann tatsächlich $1,000 als Bounty. Für so einen Exploit kann man auf dem Schwarzmarkt natürlich sehr viel mehr erzielen. Ja, die Timelines für Responsible Disclosure. Man sieht hier, hier sieht man, was ich mit welche Informationen ich mit dem Anbieter austausche. Und das ist eine Timeline mit Broadstack bzw. für Broadcom. Und da wollten sie auch ein NDA haben. Und die eigentliche Exploit-Timeline, da konnte man sehen, dass da derselbe Ansatz verfolgt wurde. Und am Ende. Es dauert sehr lange, und bis dann CVE tatsächlich zugeteilt wurde, dauert es sehr lange und das ist sehr schade. Ja, Cypress hat benutzt teilweise Source Code von Broadcom und die brauchen auch sehr lange für Responsible Disclosure. Und Leute haben mir gesagt, bei Qualcomm sieht es nicht besser aus. Und es gibt im Wireless-Markt so viele andere Anbieter. Praktische Lösungen zum Ende meines Vortrags. Wenn ihr keinen Tinfoil-Hat habt, ein sicheres Wi-Fi-Setup ist sehr wichtig. Wir benutzen Kabel statt Antennen. Und als ich meine Slides im Vorhinein an Francesco gesendet habe, da saß ich gerade am Schreibtisch und das ist für uns ist das ein sehr normales Vorgehen. Oder ihr verwendet ein AirGap-Device, also mein PowerBook 100, das man, selbst wenn man will, kaum online bekommen kann. Und da ist man natürlich weniger verwundbar. Damit kommen wir zu den Fragen. Thank you very much, Dieske. Magst du noch? Wir haben noch einige Minuten und es gibt 8 Mikrofone im Raum. Bitte fragt eure Fragen. Die erste Frage geht ans Internet. Die erste Frage ist, die Bluetooth-Probleme, über die du geredet hast, ist das auch in Bluetooth Low Energy IoT vorhanden? Ja, in den IoT-Geräten gibt es Probleme? Ich kann im Moment nicht darüber reden, welche Hersteller das sind, aber es gibt welche von Cypress und Broadcom, die Probleme haben. Und häufig ist es so, dass auf demselben ARM-Prozessor auch die Applikation läuft und dadurch besonders angreifbar ist. Danke für den Talk. Meine Frage ist, hast du, wenn du zum ersten Mal das Bluetooth Low Energy Chip, wenn du Code Execution geschafft hast, hast du das Protokoll von unten nach oben durchgegangen? Hast du Bluetooth-Profile zugegriffen? Zum Beispiel mit der Linky Extraction, da haben wir verschiedene Proof of Concepts gebaut.
Es kommt drauf an. Wir haben im Moment keinen kompletten Exploit. Wir haben einige Sachen, die direkt auf den Host zugreifen können, andere nicht. Und wenn du zum ersten Mal, wie hast du den Chip zuerst zugegriffen? Wie hast du Firmware davon ausgenommen? Bei Broadcom und bei Cypress gibt es einen Read-RAM-Command, also Speicherlese-Command. Und damit kann man in der Emulation direkt alles auslesen. Da kriegt man sogar die Symbole mit. Und Symbole bedeutet nur globale Variablen und Funktionsnamen, aber das ist schon ziemlich gut, um damit zu arbeiten. Noch eine Frage aus dem Internet. Würdest du gerne physische Switches für den Netzwerkcontroller? Ja, das wäre relativ gut für Netzwerkgeräte. Hier vorne erbaut so ein Gerät. Wann ist dein Vortrag? Um 10. Paul gibt einen Vortrag um 10 Uhr, wie man mit einem physischen Schalter die drahtlosen Geräte steuern kann. Danke. Wir haben jetzt gerade ein neues Gerät gekauft und weil das Bluetooth zum Auto zu verbinden sehr schwierig war, musste ich das Radio einige Male neu starten und es hat gesagt, ich habe eine Nachricht gefunden, dass das Radio direkt an das CAN-Bus des Autos verbunden sein musste und wir hatten in diesem teuren Auto dieses Radio direkt an den diesen Bluetooth-Stack direkt an den CAN-Bus verbunden musste. Kannst du mir das Auto ausleihen? Es ist ein Toyota Aygo. Wir haben eine Frage am Mikrofon 8. Danke für deinen Talk. Wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gesagt, dass die Hersteller, du weißt nicht, ob die das schon repariert haben. Ja, wenn ihr euch die Android-Sicherheitsupdates anguckt, dann seht ihr manchmal, dass Broadcom-Probleme gefixt wurden. Aber um das jetzt auf ein Samsung-Gerät zu bekommen, muss es erstmal in das richtige Samsung-Update bekommen. Und dann ist die Frage auch, in welches dieser Updates es tatsächlich reinkommt. Und erst wenn man das sich alles durchgeschaut hat, erst dann kann man sehen, wann es tatsächlich auf dem eigenen Gerät landet. Und das Erste ist, dass es tatsächlich eher aufgeführt wird als gefixt. Und dann ist es sehr schwierig festzustellen, wann es tatsächlich auf dem Gerät landet. Und bei Apple ist es noch schwieriger. Manchmal wurden wir erwähnt, dann wurde es aber gar nicht von Apple ausgerollt. Gab es einige Probleme, die ihr gefunden habt und ihr wusstet nicht, wie man diese reparieren kann oder nicht? Habt ihr einiges repariert? Ja, ich habe gerade einen Studenten, der versucht, Werkzeuge zu entwickeln, um genau sich darum zu kümmern. Hast du gefunden, ob sie das repariert haben? Im Moment geht es vor allen Dingen um Geschwindigkeit und einige iPhone-Geschichten. Das meiste habe ich von Hand gemacht. Und um dann zu sehen, was sich von Chip zu Chip tatsächlich geändert hat. Noch eine Frage aus dem Internet. Von Mastodon. Wie genau habt ihr den Snapshot vom Samsung Bluetooth Stack extrahiert? Für Samsung haben wir Snapshots, aber wir haben den Rest von Frankenstein nicht. Und das läuft auf einem Evaluation Board, auf einem Entwicklerboard. Und das Wichtigste ist, die Hardware-Register alle zu mappen, rauszufinden, wo die liegen, in welche Speicherbereiche es gibt. Und mit einem Snapshotting-Hook kann man das Ganze in Scan-Modus versetzen und dann kann man den ganzen Chip anhalten und dann kann man alles, was in den Registern ist, rüberkopieren
Und das ist der Snapshot. Und dann kann man den Snapshot sich angucken und kann man versuchen herauszufinden, was die Emulation eigentlich unterbricht, wie Interrupts zum Beispiel. Noch eine Frage von Mikrofon 1. Okay. Denkst du, dass Open Source Treiber oder Open Hardware Design diese Situation verbessern würde? Open Source sollte die Situation verbessern. Eine Sache, ich hatte einen Vortrag bei MMCD und da ging es nicht um Open Source, sondern um die Patch-Möglichkeiten der Broadcom-Chips und deren Begrenzung und wie viel man da tatsächlich reparieren kann. Also einfach nur das Open Source zu stellen, den Code, würde wahrscheinlich gar nicht so viel helfen. Oder denkst du, dass die Firmware in den Chip gebrannt ist und so, dass das sehr limitiert ist, wie man das reparieren kann? Ja, der Code ist im ROM und es gibt bestimmte Patch-Slots, in denen man was einhängen kann. Und über einen Breakpoint quasi wird dann der eigene Code angesprungen. Aber es gibt Begrenzungen, wie viel man da tatsächlich drüber abfangen und damit patchen kann. Alright. Danke. If there are not any more questions? Wenn es keine Fragen, weiteren Fragen gibt. Internet? Oh, more internet questions. Internetfragen. Yes, so Winfried on Twitter asked, Winfried auf Twitter, welcher Stack wurde getestet auf Android und warum ist Google davon überzeugt, dass das jedes Jahr umgeschrieben werden muss? Ja, der Standard-Stack, der auf Samsung-Telefonen läuft, den haben wir untersucht. Ich glaube, für den Haupt-Android-Zweig gibt es nur einen Stack. Vielleicht gibt es ältere. So, Signal Angel, do you have more for us? Gibt es weitere Fragen? Yes. What is your was made of? Aus was ist dein Hut gemacht? Ja, mein Hut ist aus Aluminiumfolie. Und dann habe ich so ein Cyber-Ding. Sehr wichtig. Es hilft leider nicht wirklich. Es würde sehr viel mehr helfen, wenn man das Smartphone in den Mixer steckt. Vielen Dank für diesen tollen Talk. Hier aus der Übersetzerkabine. Vielen Dank auch von Steffen.